Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier im Marsch. Version 2.3. Ich werde jetzt die Holzpellets bei der Reibeisen verkaufen. Machen wir Planen zu. Wie nass wird, ne? Ja, und dann müssen wir noch Paletten verteilen. Paletten braucht die Pellerfabrik und Paletten braucht die Molkerei. Schauen wir, dass wir da ein paar Stück zusammenkriegen. Hoffen wir, dass wir kein Holz brauchen. Dass wir da haben. Sonst wäre das ungünstig, ne? Also Holz muss man sich echt dann in Harvester nehmen und fällen. Aber schauen. Ja, wir sind noch mit Gruppe auf Feld 13. Weil ich da was probieren will mit den Dünnestufen, dass ich das hinkriege, dass zum Herbst alles gedüngt ist, ne? Mit voller Stufe. Ja, die Wiesen. Denkt man, die werden bald auch wieder fällig werden. Mal sehen, vielleicht machen wir Heu oder die Silageball, mal sehen. Es kann auch sein, dass nur Silageball machen, das kann auch sein. Es ist jetzt aktuell zwar Regen, aber wir nehmen dann stark an, dass es aufhört. So, kurz. Gib mir Geld? Nee, nee. Dann müssen wir weiterfahren. Und nach hinten abladen. Zwar. Kann man nicht sehen. Dort, da war hinten. Hinten. Müsste hinten sein. Auch wenn man nicht sehen kann. Und Z. Ah, jetzt geht's auch so. Dann fahren wir rauf. Hier aussteigen. Kurz mal den rausnehmen. Dann geht's ganz fix. Wir hätten noch Strohpaletten, aber die kosten bringen die 4 ein. Da muss ich mal sehen, dass ich das. Weil 2 Paletten fehlen noch für volle Ladung. Auch für Stroh. Auch noch unterfallen da hinten. Ah, jetzt geht's. Ich wollte es abladen, aber wollte nicht. Und dann habe ich mir entschieden, das so zu machen. Geht ja auch ziemlich zügig. Vielleicht können wir noch ein Feld kaufen, mal sehen. Ich wollte ja noch Dings bauen. Zuckerfabrik. Weil wir haben nämlich Zuckerrüben von dem Arsch, von Thüringen, und da wäre es ganz gut, wenn wir das auch noch verwerten könnten. Mal so nebenbei, ne? Man könnte auch theoretisch, wir haben auch ein Rübenfeld, angepflanzt sogar. Also ich muss nur so Zuckerrübenfabrik bauen, mehr oder weniger. So, Paletten wollte ich, wollte Paletten fahren, weil Molkerei hat nur ganz wenige und die Pelzfabrik hat fast nichts mehr. Also muss ich reagieren, bevor wir nachts uns zur Ruhe geben und schlafen. Und noch ist ein bisschen hell, denn auch dann nicht so tragisch. Aber das möchte ich vorher noch erledigt haben. Wir fahren mal zum Sägewerk und ich schau mal, was wir da haben. Das ist der Händler. Einer. Ich muss nachdenken. Hundertprozentig wird bald der Raps noch reif werden und dann haben wir genug Arbeit. Ne, also Arbeit haben wir mehr als genug, das muss das nicht. Also so, man könnte auch Holzstammproduktion machen, aber dann müssten wir eigentlich mehr Diesel haben. Ne? Also, so Paletten haben wir auch nicht viel. Naja. Sehr, sehr wenig. Holz ist alle. Leerpalette, 100.000. Mal sehen, was wir kriegen, ne?
20. Puh. Das ist nicht doll. Wir werden mal... Maximum geht nicht. Was kostet Maximum? 1,3 Millionen. Das geht nicht. Nein, das ist verrückt. Teuer. Aber wir haben Hacktünstler mit da. Also wir haben mal wieder 100.000 kaufen. Dann mal gucken, was das kostet. 100.000. Holz, ne? Also Paletten. Was dann mehr rauskommt, weiß ich nicht. Ich kaufe mal 50.000. Das wäre ein Anhänger ungefähr. Teuer genug. Aber Paletten werden nicht reichen, das oder so nicht. Da werden wir noch. Da werden wir noch richtig was machen müssen. Also holzmäßig kann sein, dass wir was tun müssen. Kann. Also, dann müsste ich aber erstmal sehen, die Molkerei, die produziert mehr. Das ist immer. Und Hackschnitzel oder Pellets kann ich auch besser im Winter verkaufen. Ne? Aber wenn ich keine habe, dann produzieren die auch nichts. Ne? Gut, dann werde ich da ungefähr 5 oder 10 verkaufen. Das ist ja gleich um die Ecke. Wird da den Beton gemacht. Nicht rüberfahren können, ne? Hier muss ich nur aufpassen, dass ich nicht alles hinstelle, ne? Also das Vorderende mal nehmen. Dann gleich wieder aufladen. So. Da gehen nur die ersten 4 weg, das ist ganz gut. 2. Wir müssen ein bisschen aufpassen mit Aufteilen irgendwie, ne? So, na, das geht. Molkerei. Gut. Dann haben wir noch 12. Oh, das passt schon so. Anders geht's nicht. Also sonst. Das haben wir auch wieder halb voll. Das ist gut. Jetzt geht's zur Molkerei und dann wird. Ja, zum Schlafen, ne? Dunkel wollen wir nicht arbeiten. Dunkel, nur wenn es sein muss. Wenn es Ernte ansteht und es mit nasses Wetter an, also Regen kommt an, angesagt, dann müssen wir abnutzen. Ansonsten. Sagt die Gewerkschaft, im Dunkeln wird nicht gearbeitet. Ich will jetzt eine Molkerei, das heißt, ich darf nicht vorbeifahren. Ich fahre aber nicht so gerne vorbei. Und dann muss ich mal schauen. Na, hier ist nicht mehr viel. Also. So, C. Wieder eingefahren. Zu dick. Wir sind noch 1,5. Ja. Ohne geworfen. Das war jetzt zu kräftig, ne? Nun sollte es eigentlich funktionieren. Hat's auch, so. So. Okay.
U und Z. Ich kann ja gleich mal gucken, was wir an Waren wir haben. Das ist ja, können wir morgen entsprechend mal gucken. Also Joghurt können wir verkaufen, theoretisch. Ja, lassen wir ihn stehen. Und wir begeben uns zum Schlafplatz. Der arbeitet noch ein bisschen. Passt. Also bevor es dunkel wird hier. Wir haben sie alle erledigt. Stroh. Tiere haben Futter, ja. Das ist wichtig. Tiere haben Futter. So, was war gewesen? 10 Stunden. Das könnte zu viel gewesen sein. Ich habe vorne über Zeit geschaut. Ja, es war zu viel. Und die Sonne scheint. So. Kurz gucken. Reibestatus. Der arbeitet noch. Feldfrüchte. Gras. Geht darum, dass Gras reifen muss. Im Wachstum. Also Gras ist kein Handlungsbedarf. Wie ist Gras gedüngt? Maximale Stufe. Was sagt unser Hopfen? Ist es reif? Garantiert nicht. Ne. Hellgrün. Die auch hellgrün. Okay. Wir werden jetzt die. Wir gehen mal zur Standort. Ne, da nicht. Da oben. Bega Nord. Hier oben. Ich besuche mal eine Zuckerfabrik. Das heißt, wo wir Rüben verkaufen könnten. Aber wir möchten ja selber Zucker herstellen. Muss ich mal gucken, wo das hier vorgesehen ist. Ich weiß nur noch irgendwo hier vorne irgendwo. Ah, könnte hier sein. Könnte. Wir gehen mal die Runde rum. Gute Frage, ne? Ich mal gucken, ne? Das verkehrte Menü. Fische. Käserei, Kiesgrube, Klärwerk. Ich könnte mal gucken, was wir noch Dings haben. Palettenwerk, Pflaumenplantage, Saatgut, Rübenhütze, Schlachter, Schweinefutter, Saatgut, Sägewerk. Tischler, Schweinefutter, Schlachter, Zuckerfabrik. Ja, Paletten auch. Achso, Zuckerrohr. Das irgendwas hier mit Säcke. So, mein Freund, wo hast du das vorgesehen? Wo ist das vorgesehen? Gut, hier wäre auch Platz, ne? Hier vielleicht, ne? Ich muss mal drehen. Das sieht ganz gut aus. Ich muss noch weiter drehen, wie es vorne aussieht, dann entscheidend. Geht darum, dass wir. Müsste mir das Video anschauen, wie es gemacht hat, ne? Wäre besser einfacher. Ja, gute Frage, ne? Hat er so gemacht? Liegt ja nah an der Straße und so, ne? Da ist kein Platz, da ist nichts vorgesehen. Und da oben auch nichts vorgesehen. Da hinten war normales Dings gewesen hier, die. Da war immer ziemlich eng hier vorne. Ah
einbauen, so, ne? Weil kommt man da vorbei und dann so bauen. Das kann auch sein, ne? Und dann eher so. Ich will ja auch gut vorbeifahren können, ne? Das ist ja das nächste Ding. Das wäre ungünstig. Ich setz mal so dahin. Können ein bisschen nach oben gehen, das geht ganz gut. Risiko. Guck mal an, was ich da missgebaut habe. Ja, die Straße, aber ich, wie gesagt, vom Beifahren ist ja hier besser, wenn man ein bisschen Platz hat, ne? Hier kommen Paletten hin. Ja, das geht schon irgendwie. Paletten dürften jetzt, von hier kommen wir auch gefahren. Ist das so tief wie gewollt? Man kann es ja zur Not auch, ja. Also, ich habe Zuckerrüben da. Die werden wir jetzt mal hinfahren. Und zwar nehmen wir den LKW um den Hof. Der ist fast fertig und nur fast. Und zwar den blauen LKW nehmen wir dafür. Warum? Den anderen kann er mal ein bisschen warten, bis er produziert ist. Und ich werde irgendwann Holz machen müssen. Ist dann der Raps reif? Jo, nee, doch. Im Wachstum erntereif. Hm. Aber wir werden noch mal sehen. Trocken? Ja, trocken ist es. Ja. Der Raps. Wir haben Folge 4 jetzt. Zuckerrüben müssten wir im globalen Markt holen. Paletten? Ja, halt später. Wasser? Auch später. Wahrscheinlich werden wir auch noch dort einen Kurs anschließen können und müssen dürfen. Ja, hier ist beides. Das geht halt natürlich nicht so gut. Und habt ihr Verdacht, dass es daran liegt, dass es Abstürze gibt? Mal wieder mal testen. So. Stroh, Zuckerrüben. 1 Million können wir kaufen. Schöne Geld. Wenn wir Paletten haben, dann haben wir auch Zuckerrüben, ne? Wir fahren da mal eine Fuhre hin. Und dann sehen wir weiter. Ist jetzt zwar nicht ganz logisch, dass es so gemacht wird, aber Zuckerrüben sind nicht lange lagerfähig. Die sind im Grunde ja, man muss die Prinzip gleich verarbeiten, mehr oder weniger, ne? Eher Zucker von A nach B fahren, das ist, glaube ich, dann klüger, ne? So, Zuschauer, das soll es auch für heute schon gewesen sein. Ich sage mal schon danke fürs Reinschauen. Ja, tschüss und ciao. Ja, morgen geht's hier weiter mit Zuckerrüben nach Zuckerrüben. Tschüss.